Ja, herzlich willkommen in der Bastelkiste. Ja, ich habe hier heute mal wieder was Interessantes rausgesucht. Ja, ist vor 2, 3 Tagen von Amazon gekommen. Heute denke ich, kann ich mal das Video dazu machen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier von der Firma V-Lock ein Türöffnungssystem, ein elektronisches Türöffnungssystem, das mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet ist, wo mehrere Familienmitglieder natürlich eingespeichert werden können und können so die Tür öffnen. Ja, das Teil, das packen wir jetzt aus, schauen uns mal die Qualität an, wie das alles so verbaut ist, ob das auch ja gut ist, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch später zeige ich euch, wie man das Teil in der Haustür verbaut. Ja, was es genau für ein Gerät ist und so, die ganzen Informationen könnt ihr der Videobeschreibung entnehmen. Schaut danach, wenn ihr Interesse habt. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir jetzt mal das Paket. Nun, ich hebe den Karton mal an. So, als erstes kommt uns eine Bedienungsanleitung entgegen, ja, wo alles nochmal erklärt ist, auch auf Deutsch. Auf Chinesisch, das werden die wenigsten hier auf meinem Kanal verstehen. Ja, Französisch, Arabisch, einige Sprachen sind drin. Ja, als nächstes sehen wir hier die ganze Schließeinheit mit dem Fingersensor oder Fingerabdrucksensor, den Drehknauf von innen und das ganze Schloss, was nachher meine Tür öffnet. Ja, hier ist noch ein kleines Schächtelchen, da ist wahrscheinlich ja, Werkzeug noch drin und zwei Madenschrauben, das sind wahrscheinlich Ersatzschrauben. Und dann haben wir hier Transponderkarten, 3 Stück mit einem QR-Code hinten drauf, die ich auch ja, an meinen Schlüsselbund machen kann. Tu einfach nur über den Sensor drüber wischen und dann öffnet sich auch meine Tür. Ja, da braucht man auch keine Angst haben. Alle Sachen kann man natürlich auch ja, löschen. Das heißt, man kann Fingerabdrücke, die man registriert hat, kann man löschen. Man kann auch natürlich die einzelnen Karten löschen. Man kann sogar hergehen, kann Zeiten festlegen, dass man sagt, ja, von 10 Uhr bis 12 Uhr mittags kommt nur einer mit der Karte rein. Sag mal, wenn man seiner Putzfrau jetzt, wenn man eine haben sollte, so eine Karte gibt, dann kann die wirklich nur in dem Bereich auch rein und sonst nicht. Das ist eigentlich schon eine ganz tolle Sache. Ja, ich würde mal sagen, als allererstes besprechen wir mal das Wichtige, für welche Türen ist es denn überhaupt geeignet, ja? Also wenn man jetzt hier diesen Abstand sieht, ja, das sind glaube so 60, nee, 70 müssten sein, 70 mm, das heißt für ein Türblatt von 70 mm. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, wir können noch verstellen, das heißt, wenn ich jetzt hier die Imbusschrauben löse und auch hier an der Seite, wenn ich diese Madenschraube rausschraube, dann kann ich hier dieses Edelstahlgehäuse entnehmen und darunter befindet sich das Batteriefach. Und unter dem Batterie oder in der Mitte des Batteriefachs ist auch noch eine Schraube, die kann ich auch mit dem Innensechskantschlüssel lösen und dann kann ich ja, mir hier die Größe von meinem Türblatt einstellen, so wie ich es halt benötige. Das bedeutet also von 70 bis 110 mm Türblätter kann ich hier mit diesem Teil hier abdecken. Ja. Und jetzt schraube ich das einfach mal ab, dass man auch mal sieht, wie das funktioniert. Nun, dafür brauche ich jetzt den kleinen. Hier liegt ja noch der große Innensechskantschlüssel. Hier habe ich so eine kleine filigrane Schraube. Ja. So, ich hole die mal ganz raus. So sieht die aus. Lege ich mal hier ab. Und dann kann ich jetzt das Gehäuse hier nach hinten abziehen. Ja, ein bisschen Kraft. So, jetzt habe ich hier unten das Batteriefach. Seht ihr, mit dem Pfeil nach außen kann ich das öffnen, wenn ich das nach rechts schiebe. Das lege ich mal hier ab. Und ja, jetzt sehen wir hier kann man 3 mal 1,5, also AAA-Batterien einlegen.
Ich habe auch probiert hier wieder aufladbare Batterien. Die gehen auch. Also die funktionieren auch. Wer sie gerne dann wieder aufladen will, weil ich habe noch keine Erfahrung, wie lange die eigentlich halten. Sonst könnte ich euch das auch noch sagen. Aber wie gesagt, das weiß ich halt noch nicht. Aber die gehen auch, die wieder aufladbaren, wer das gerne mit denen probieren möchte. So, und jetzt seht ihr hier, diese Madenschraube, die auch wieder mit dem kleinen Innensechskantschlüssel aufgeschraubt werden kann. Und wenn ich da jetzt hier die Schraube aufdrehe, dann kann ich auch hier jetzt noch 20 mm den hinteren Teil verstellen und könnte den dann wieder festschrauben. Und jetzt habe ich natürlich hier extrem viel Platz für mein Türblatt. Ja, so, das war es eigentlich zum Einstellen. Wie man das nachher einbaut, das zeige ich euch ja auch noch an der Tür selber. Als nächstes würde ich jetzt mal grob eingehen auf das Thema Einrichten. Wie richte ich das ein? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also die einfachste Möglichkeit ist, ich kann das direkt, nachdem ich die Batterien eingelegt habe, kann ich das direkt hier alles einrichten. Ich habe aber auch noch die Möglichkeit, das über eine App einzurichten. Das ist einfach, die V-Log gibt man ein im Play Store oder im App Store, im Apple Store, wo man auch immer die App bezieht, und kann die sich dann runterladen, muss das dann registrieren, das Schloss, mit einer E-Mail-Adresse versehen und so. Hier ist dann auch so eine ID, deswegen habe ich die extra abgeklebt, die muss man dann eingeben. Und dann kann man das Schloss auch mit der App öffnen. Wer sowas mag, so Spielereien, muss man aber nicht, aber man kann da zumindest aber auch seine Sachen verwalten. Das heißt, Fingerabdrücke, die kann man auch direkt dann über die App löschen oder hinzufügen, Zeiten, alles Mögliche kann man da einprogrammieren. Aber ich zeige jetzt nur mal, weil das dann einfach zu umfangreich wäre für dieses Video hier, wie man das einfach hier ganz schnell konfiguriert. Nun, vor dem ersten Einprogrammieren oder Benutzen müsst ihr quasi erstmal den Administrator festlegen. Da könnt ihr sogar drei Stück festlegen, also drei Familienmitglieder, die Admin-Rechte haben auf dieses Gerät, könnt ihr festlegen. Und ihr könnt 97 weiteren Personen mit ihrem Fingerabdruck den Zugang gewähren. So, um den Admin festzulegen, weil das müsst ihr unbedingt machen, wenn ihr keinen Admin festlegt, kann quasi jeder mit einem Fingerabdruck, egal wer kommt, könnte das Teil aufmachen, weil es noch nicht abgesperrt ist. So, dann geht ihr wie folgt vor. Ihr drückt hier 5 Sekunden, dann geht oben im Display an, 5 Sekunden halten. Und dann sagt er jetzt hier Admin hinzufügen. So, ich gehe jetzt hier hin, lege meinen Finger auf, dann scannt er den ab und dann schreibt er raus, ein Fingerabdruck Admin hinzugefügt. Jetzt kann ich einen weiteren hinzufügen. Das wäre jetzt, ich mache jetzt nochmal meinen Finger, aber es könnte jetzt rein theoretisch meine Frau sein. Jetzt hat er den nicht erkannt. Achso, wichtig ist, dass ihr hier in der Mitte, da wo euer Fingerabdruck so rund anfängt, diese Rillen, den müsst ihr drauflegen. Also nicht hier vorne nur die Spitze so, dass ihr den so antastet, sondern dass ihr den wirklich so auflegt. Ja, also jetzt ist ja egal. Ich habe jetzt nur meinen Fingerabdruck erstmal registriert, ist ja egal. So, ich kann jetzt hier, ja, jetzt hat er mir ein Timeout gegeben, jetzt war ich zu langsam, hier meinen Finger drauf und aufgesperrt. Jetzt kann ich hier direkt am Knauf drehen und die Tür würde aufgehen. So, wenn ich jetzt weitere Benutzer hinzufügen will, mache ich das wie folgt. Ich gehe einfach her, drücke hier wieder meine 5 Sekunden. Dann fragt er nach der Authentifizierung, das heißt in dem Fall ich als Admin. So, will aber jetzt den Admin nicht hinzufügen, sondern ich will einen weiteren Benutzer hinzufügen. So, und der sagt jetzt hier, okay, jetzt nimmst du einen weiteren, das ist der hier, und dann scannt er meinen Fingerabdruck und dann steht hier neuer Nutzer. Und ich habe jetzt die Nummer 4. Jetzt können wir das auch mal testen, ob das auch so funktioniert. So, ich drücke ganz normal, jetzt bin ich wieder raus, V-Log fragt.
Jetzt gehe ich hin, berühre hier mit meinem Finger, er sperrt mir auf. Ich kann am Knauf drehen und könnte rein. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir das Teil jetzt mal ein. Ach so, nein, wir bauen es noch nicht ein. Ich habe hier noch was vergessen. Ich wollte euch ja noch das hier zeigen. Und zwar habe ich hier diese RFID-Cards oder Transponder-Cards auch genannt. Da kann ich jetzt Folgendes machen, und zwar wieder genau dasselbe. Ich drücke 5 Sekunden und muss mich wieder identifizieren. Das mache ich jetzt. So, ich bin identifiziert. Jetzt drücke ich einfach weiter, bis hier irgendwann steht RFID hinzufügen. Und dann brauche ich die jetzt einfach nur davor halten mit diesem Code. Und dann hat er die erkannt. So, diesen Code könnte ich jetzt rein natürlich meiner Putzfrau geben oder wem auch immer. Und das testen wir jetzt, ob es auch funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir hier wieder einen Timeout haben. So, den haben wir jetzt. So, ich drücke jetzt hier drauf, VLOG. Und er hat es sofort erkannt und macht auf und ich kann die Tür öffnen. So, und die Karten kann man, wie gesagt, ja auch noch, ja, oder auch Fingerabdruck kann man natürlich auch alles zeitlich noch einstellen. So, der Einbau ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen als allererstes ja, das alte Schloss entfernen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir lösen hier diese Schraube. Na komm. Die ist ein bisschen länger, klar, die muss ja auch hinten an diesen Zylinder kommen. So, wenn die draußen ist, dann nehmt ihr euch euren Schlüssel und stellt den so, jetzt muss ich gucken, wie es ist, man muss glaube zuschließen, sowas. Ah, so, und dann kann man den Zylinder rausholen. So, jetzt können wir das Fingerabdruckschloss einbauen. Für den Einbau müssen wir natürlich dieses Teil erstmal entnehmen. Hier auch wieder die Edelstahlblende abziehen. Und dann im Batteriefach die Schraube. Nee, diese Schraube lockern. So, diese müssen wir hier lockern auch, damit ich hier auch meine Weite einstellen kann. Also so sieht das Ganze jetzt aus. So muss es dann eingebaut werden. So, nachdem ich das Schloss eingeführt habe, nehme ich mir wieder den Schraubenzieher. Na, wo habe ich jetzt meine Schraube? Und suche jetzt hier natürlich das Loch, um das Schloss festzuschrauben. Und hier ist es. So, und jetzt muss ich einfach nur meine beiden Hälften wieder auf Maß bringen. Das heißt, hier in dem Fall schiebe ich das vor, drehe es auf meine Schraube hier, also meine Innensechskantschraube, und arretiere die. So, jetzt habe ich das Maß schon mal eingestellt. Jetzt kann ich da schon wieder die Batterie, wo habe ich sie? Hier. Die Batterie fixieren und den Akkudeckel natürlich drauf, ganz wichtig. So, und dann zu guter Letzt den Edelstahl drüber und die Madenschraube drüber.
wieder verschrauben. Dann sind wir hier schon mal fertig. Dann gehen wir hier auf die Innenseite und befestigen hier unseren Knauf, ja, den wir dann auch durchstecken bis an die Tür ran und dann auch hier die Madenschraube verschrauben. So, okay. Jetzt ist er fest. Das war's. Die Montage ist beendet und jetzt testen wir natürlich, ob das auch alles so funktioniert und ich auch reinkomme. So, ich drücke, lege meinen Finger drauf, er erkennt und ich kann meine Tür aufsperren. Ja, so funktioniert das V-Lock-System. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen, um eine einfache Installation zu bekommen. Und ich würde mich freuen natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen hoch wie immer und abonniert mich. Macht's gut. Tschüss.